Okay, wir sind zurück für eine weitere Runde Daughters of Ash und ich habe mir beim letzten Mal, beziehungsweise zwischen den Streams, ist mir eingefallen, wir haben ja diesen Zellenschlüssel gefunden und wir haben hier ja noch ein Item. Ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob dieser Zellenschlüssel auch hier passt. Tatsache, hier funktioniert er wohl auch. Weil ich habe da überlegt, Moment, das ist ja die gleiche, ist ja die Kirche und die Kirche wurde in der Beschreibung erwähnt oder zumindest die Leute, die hier ne, ihre Base haben. Aber es ist kein wichtiges Item. Schade, schade, aber ist halt so. So, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir weiter verfahren können. Okay. Wie wir weiter verfahren können. Ich würde eigentlich gerne nochmal versuchen, jetzt wo wir die plus 10 Waffe haben, ob wir es zu Pinwheel schaffen. In der Hoffnung, dass er immer noch den... Dass es erstens, dass Pinwheel immer noch Pinwheel ist. Und dass er immer noch den Rite of Kindling droppt. Weil dann könnten wir mit 20 Estus nach Anor Londo gehen. Oder halt generell, wo auch immer wir hinwollen. Und ich glaube, das wäre durchaus eine sinnvolle Investition. Ansonsten würde ich eigentlich fast meinen, ist der nächste Schritt Anor Londo. Ich weiß halt noch nicht, wie es mit der gemalten Welt aussieht. Kommen wir da rein? Brauchen wir dafür überhaupt noch ein anderes Item? Kriegen wir das noch? Oder müssen wir später irgendwie noch dahin zurück? Ich bin komplett überfragt, was das angeht. Aber ich glaube, der Rest... Ich meine, ich glaube, theoretisch... Moment, hier ist noch ein Item. Theoretisch können wir ja noch... nochmal Blighttown rückwärts probieren. Aber da weiß ich halt auch nicht, wie sinnvoll das ist. Ich wüsste halt gerne, wo die Very Large Ember ist. Aber ich weiß es nicht. Ich hätte halt gerne eine plus 15 Waffe, bevor wir uns O und S stellen. Aber ich weiß nicht, ob uns das vergönnt sein wird. Aber Logan ist jetzt hier. Hallo da. Ich war expecting you. I'm afraid that the basic framework is... Okay, ja, er sagt mir gerade durch die Blume, dass ich zu dumm bin, um Magie zu lernen, aber das ist okay. Aber noch ist Feierlings Schrein auch aktiv, also... Also, Lord Shrek, ich bin mal gespannt, wann der aktiv wird oder ob der überhaupt aktiv wird. Vielleicht ist seine Questline jetzt auch eine völlig andere. Aber meine Spekulation für Pinwheel? Oh, Fremd ist auch hier. Irgendwie ist er total leise. Ach so, ja, er kann ja, ihm kann man ja das Zeug hier geben. Ach, wir können... Ach stimmt, er kann ja auch bestimmte andere Sachen eintauschen. Und ein paar von den Seelen sind ja, glaube ich, auch wertvoller, wenn man sie ihm gibt. Die Münzen sind auch ziemlich... Wobei, warte... Okay, ich verstehe noch nicht, was man mit den Münzen macht. Meine Spekulation für Pinwheel ist, dass er nicht alleine ist, sondern dass alle drei sind. Also nicht alle drei, aber dass halt irgendwie er direkt mit drei seiner Illusionen startet und er irgendwie dann dreimal da ist. Und dafür, also das fände ich cool, droppten halt sowohl die Maske vom Vater, die von der Mutter und die vom Kind. Damit man auch schön garantiert immer seinen Giant-Dad-Bild machen kann. Ich habe gehört, rote herzförmige Seelen sollen sehr wertvoll sein. Wenn du eine Ziege bist oder eine Blume, dann ja.
Bist du eines davon? Nein. Habe ich noch? Ja, ich habe noch Heimkehrknochen. Sehr gut. War hier nicht? Doch, hier ist richtig. Ist das eine KI, also wenn schon, bist du Metaton? Ja, Metaton ist ja auch fabulous. So, wir one-tappen jetzt die, die Dudes. Warte. Das erklärt auch deinen Klingelton. Stimmt. Hallo? Spiel! Was zur Hölle? Lässt er einfach die... Lässt er einfach die Great Club einfach abprallen. Hallo? Du brauchst ein Metaton-VTuber-Modell. Wäre ehrlich gesagt gar nicht mal so uncool. Vielleicht sollte ich auch eine Metaton-Variante als Avatar nehmen. Jetzt bewegt sie sich wieder. Sag mal. Warum prallt der überall ab? Wait. Wir haben... Was haben wir noch an Waffen? Wir nehmen jetzt einfach mal gleich die Axt. Sag mal. So. So viel Aufwand für funkelndes Titanit. Du kannst auf Knopfdruck sind zwischen normal Metaton, Metaton EX und Metaton Neo. Metaton Neo's best Metaton, change my mind. So, ein Estus verbraucht. Irgendwie fehlt gerade der Sound von dem Feuerball. Alter. Ist okay jetzt. Wir brauchen viel zu viel Estus gerade. Der ist die vom Moment, der ich selbst nicht begegnet bin. Ich bin einfach viel zu nett dafür. Okay. Wir kommen da gerade nicht dran. Alter.
Die Skelette Stagger locken einen auch gerne mal. Beziehungsweise ich habe halt diese ewig langen Ausholanimationen. Ich hätte eigentlich den Morgenstern upgraden müssen. Wenn ich hier unbedingt rein will. Ich bräuchte 9 große Scherben. Die kosten aber halt nochmal richtig. Hier, eine Running Attack reicht ja für die Dudes. Verdammt. Wer seid ihr und warum seid ihr noch am Leben? Ich bleibe mit dieser... Die Keule ist nicht geeignet eigentlich für den Bereich, weil ich überall hängen bleibe. Bloodbite Ring ist jetzt auch egal, dann nehme ich aber auch den Ring of Temptation. Will ich zumindest 600 Seelen haben pro Necromancer. Und zwar bei den aktiven Leuten, da könnte ich einordnen, welcher Undertale-Charakter am besten zu ihm passen würde. Nein. Die Frage ist ein bisschen sehr random. Immer die Waffe dem Umfeld anpassen. Ja, ich ging eigentlich davon aus, dass meine +10-Keule im Moment das Beste ist, was ich hier für den Bereich habe. Okay, der Angriff ging einfach durch mich durch. Da habe ich nichts gegen. Ist Patches noch hier? Nein. So, ihr kommt bitte nicht hier durch. Moment, das ist hier die Geschichte mit dem Sarg. Mann, wer bist du?
Ja. Sehr gut. Ihr seid überhaupt nicht auf diese Gegend abgestimmt. Ihr habt zwar Flügel, aber sie halten es nicht für nötig zu fliegen. Das war ja schon in Anor Londo auffällig. Was hast du jetzt? Du nicht den ersten April-Snapshots. Ganz ehrlich, die April-Snapshots sind meistens halt so overengineert. Auch das mit diesem Portal, mit den unbegrenzten Dimensionen da. Ja, es ist kurz lustig und dann machen die Leute viel zu viel Shit damit. Ich habe einen gesehen, der das Spiel damit durchgespielt hat. Das war noch halbwegs interessant, aber das war auch das höchste der Gefühle. Okay, Moment, auf der Seite ist eine Treppe. Nicht eine Treppe, eine Leiter, so. Okay, ich weiß nicht, wie er an der Leiter runterslidet, aber... Okay. Wow. Okay, wir machen gut Damage hier. Au. Aber okay, er macht gar nicht so viel Damage. Würde dafür sprechen, dass wir den hier eigentlich früh besiegen sollten. Soul Titanite. Pale Orb already stolen. Ist das Lord Tracks neue Geschichte? Ring of the Evil Eye. Der ist nicht übel. Also zumindest wenn es um viele schwache Gegner geht. Achso, wir kommen auf die andere Seite. Und dann können wir da runterspringen. Aber wo kommen wir hier zu Pinwheel? Treasure, ja gut, das war die Stelle. Ich mag die Katakomben nicht. Ich habe auch keine großen Hoffnungen für das Grab der Riesen, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch nicht so cool. Die respawnt aber auch nicht. Hier war doch ein Gegner. Aber wo geht's jetzt hier lang? Das verstehe ich gerade nicht. Hier war ich doch schon. Da unten an dem... Da habe ich die Dämonen getötet mit der Tür. Ja, Mojang. Ich habe das ganze Gefühl, Mojang arbeitet, habe ich manchmal das Gefühl, arbeitet schon auf irgendwie auf eine neue Dimension zu. Weil sie haben ja, sie haben den Typ, die Entwickler vom Ethermods haben sie eingestellt, vor einigen Jahren schon.
Sie haben in den Ancient Cities dieses Ding, was aus einfach sehr stark nach einem Portal von irgendeiner Form aussieht. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nicht kommen wird. So, hier ist der Sarg. Hier war auch nichts mehr. Hier geht's noch lang. Nee, hier waren wir. Hä? Ist das die Stelle? Waren wir hier? Da drüben ist doch die andere Treppe. Aber hier war doch vorhin noch ein Zeichen. Oder ist das verschwunden, weil die... Nee, okay, wir waren da noch nicht. Sieht nur ähnlich aus. Das meine ich halt auch mit dem Tomb of Giants. Es sieht fast alles gleich aus. Also, die Bone Wheels sind natürlich mit so einem Schild keine große Bedrohung. Sage ich wahrscheinlich jetzt und dann werde ich wahrscheinlich gleich geswarmt. Oh, wer bist du denn? Ja, wieder für 15 Minuten weg. Immer um 8:45. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diesen Weg auf die gewollte Weise gehe. Okay, hier ist einfach so rotten. Ach, das ist das Vieh, was die Schädel erzeugt. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ach doch, ich erinnere mich, die waren aber sonst in den New London Ruins, ne? Also ich glaube, ich würde mal behaupten, eine Lanze, die dir aus dem Mund wächst, ist jetzt nicht... Okay, 7500 Seelen, what the fuck? Ist jetzt nicht die praktischste Waffe. Ist aber nur meine Meinung. Da dürfen mir andere Leute natürlich gerne widersprechen. Aber allein der Typ ist ja schon... Also wenn der respawnt, das Vieh, dann ist das ja schon fast eine Seelenfarm. Wenn hier irgendwo in der Nähe ein Bonfire wäre. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil... Das wäre ja zu einfach. Hier ist Vamos. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie man da hinkommt. Wie kommt man zu Vamos? Vor allem will ich einfach wissen, ob sein Bonfire noch da ist. Ich würde es nur nicht benutzen wollen, weil... jetzt immer noch so ein bisschen die Angst habe, dass wir uns hier landen. Wo kommst du denn her? WTF, wo kommst du her? Nani.
Du warst vorher nicht da, also darfst du auch danach nicht da sein. Ich weiß auch nicht mal, wie man da oben hinkam. Okay, ich habe so eine Befürchtung, dass das ganz schief gehen wird. Sieht man was? Nein. Also das spricht für Pinwheel? Okay, es ist schon mal nur ein Pinwheel. What? Victory achieved, aber ich krieg keine Seelen davon. Ich wollte schon sagen. Ich wusste es. What? What? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht sagen, ich habe gewonnen und dann werde ich von 6 Pinwheels gegankt. Der auch übrigens keine Seelen gegeben hat. Bro, nein. Einfach nein. Das ist wiederum so eine Geschichte von wegen, keine Ahnung. Ich meine, ja, es war irgendwie zu einfach. Aber das ist halt so ein bisschen wieder dieses, ich will jetzt unbedingt ganken und deshalb habe ich halt recht. So, der Spieler darf gar nicht erst versuchen, schlauer zu sein als ich. Ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach stimmt, wir haben ja hier die Shortcuts.
Okay, also der respawnt nicht. Er respawnt aber. Danke, Dark Souls. Wie viel Dings habe ich? Wie viel Equip Load habe ich? Wo sehe ich das? Hä? Okay, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass man das irgendwo auch den Prozentwert sieht, aber ich glaube, den muss man in Dark Souls 1 noch selber ausrechnen. Ich habe mich gerade überlegt, ob wir eine zweite Waffe ausrüsten sollen. Die uns dann gleich mit den Trugbildern hilft. So, wir können jetzt aber dafür hier runter. Und dann skippen wir schon mal das halbe Gebiet. Also ein bisschen Fortschritt machen wir hier schon. Die Frage ist halt, ob die Täuschkörper nach einem Treffer weg sind oder ob die auch eigene Gesundheit haben. Natürlich bist du schon wach. Wieso bist du schon wach? Okay, das war so Overkill, dass das einfach sogar noch die zusätzlichen 20% Seelen oder was das war gab. Hello. Können wir mehrere treffen? Okay, er ist unverwundbar, glaube ich, solange die... Was? Hä? Was geschieht hier?
Au. Okay. Ich verstehe, wie der Kampf funktioniert. Das Gefühl, solange man die Trugbilder auflöst, versuchen sie auch eher in Bewegung zu bleiben. Hallo? Also wenn man weiß, was die Sache ist, dann ist es ja okay, aber dieses erste ist halt so von wegen, haha, du dachtest, es wird einfach. War es das jetzt oder kommt noch eine dritte Phase? Oh, bei Rite of Kindling. Ja, wir dürfen kindeln. Jetzt erwarte ich aber auch, dass alle drei Masken droppen, bitte. Seele von Pinwheel, das ist auch neu. Mask of the Father. Droppt die jetzt immer? Oder war das jetzt einfach nur random, dass das jetzt genau die Maske ist? Shortcut erhält. Ich traue dem gerade nicht. Warte, wo ist die Skull Lantern? Wenn es jetzt irgendwie eine Abkürzung nach Feuerband Schrein gäbe, wäre es natürlich cool, aber... Der Lichtkegel ist so für den Arsch. Covetous Gold Serpent Ring. Aber ist das einfach nur der Rückweg? Was ist daran jetzt Shortcut? Willkommen zurück, Creative Element. Also wir haben zumindest unser Ziel erreicht. Wir haben den Rite of Kindling. Das heißt, wir können zumindest schon mal mit 20 Estus jetzt arbeiten, wo auch immer wir wollen. Vorausgesetzt natürlich, wir haben genug Humanity. Die müssten wir vielleicht gleich nochmal farmen. Ich bin aber gespannt, was die Seele von Pinwheel kann. Und ich finde, nach dem Kampf hätte man ruhig sagen können, man kriegt alle drei Masken. Aber das ist wenigstens jetzt ein halbwegs ein Bosskampf, wo
man zumindest sagen kann, es ist nicht der Weg dahin, der Bosskampf, sondern der Bosskampf selber ist jetzt auch ein bisschen... Das ist jetzt nicht mehr komplett pushover. So, was kann die Seele von Pinreel? Strange Pyromancy? Okay. Aber er muss ja irgendeine neue Waffe oder sowas. Oder, ja, in Dark Souls 1 gab es ja eigentlich nur Waffen. Außer es gibt jetzt auch mit der Mod Zauber oder Pyromantien, die durch Seelen erworben werden können. Was wollte ich als nächstes skillen? Stärke wäre natürlich auf Dauer durchaus noch wichtig. Endurance ist auch so eine Sache, dass es geht immer, wegen, ne, weil Ausdauer und auch Equip Load. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie viel Stärke Smough's Hammer braucht. Habe ich das nachgeguckt? Habe ich das nicht sogar nachgeguckt? Jetzt mal, ich glaube, war es nicht irgendwie 6? Ne, das war der Great Demon Hammer, ne? Der so viel brauchte. Ich schaue mal gerade auf meinem Handy. Smough's Hammer. Diese Waffe heilt 10 Gesundheit mit jedem Treffer. Allerdings ist ihre Größe schon ein Problem, weil es die Sicht einschränkt. ...39 Stärke braucht man schon, um es nur zweihändig zu führen. Uff. Also ich glaube, im Moment sollten wir vielleicht versuchen, Endurance, Strength und Vitalität einigermaßen gleichmäßig zu leveln. Und ich glaube, die Undead Parish könnte gut sein, um Dings zu farmen. Humanity. Ich glaube, das sollten wir tun. Weil wir brauchen auf jeden Fall, weil ich will nicht die Hard Humanity nutzen. Weil ich habe das Gefühl. Ich will mir offen halten, dass wir den Lost Isolith Shortcut freischalten können. Wobei ich hoffe, dass der mit der Mod überflüssig wird, weil hoffentlich Lost Isolith zumindest ein bisschen überarbeitet wurde. Auf hier machen wir mal den Ring of Evil Eye und den Ring of Temptation. Weil da will ich gleich auf dem Weg nach Anor-Londo zumindest nochmal Dings kaufen, noch ein paar große Titanit-Scherben. Ich hätte auch mal nichts gegen eine zweite Feuerhüterseele, dass unser Estus mal ein bisschen mehr kann.
Okay, doch, das Bonfire war noch hier. Ich hatte im Kopf, dass das Bonfire nicht mehr hier ist, sondern bei André. Aber das Bonfire ist hier geblieben. Ich überlege gerade, ob man mehr Humanity kriegt, wenn man selber schon menschlich ist. Aber ansonsten wäre es, weil ich sonst wäre es das Risiko, ehrlich gesagt, nicht wert, mich menschlich zu machen, speziell zum Farmen. Hallo? Ich hätte langsam mal nichts gegen ein bisschen Humanity. Humanity haben wir nicht? Gar nichts mehr? Wir haben kein Peps. One-Tap. Gut, mit einer +10-Waffe erwarte ich das auch eigentlich. Da ist noch der große Ritter, den nehmen wir auch noch mit. Hilft der Schlangenring, der Goldene, hilft der beim Farmen von Humanity? Weil der gibt ja Item Discovery. Ich guck das gleich mal nach. Sie können etwas Rücksichtslosigkeit haben, das haben wir im Sonderangebot. Ich hätte gerne etwas Love. Na, Creative. Davon müsste man jetzt in Dark Souls ja eigentlich jede Menge sammeln. So, schauen wir mal kurz. It's Humanity. Okay, Covetous Serpent Ring hilft dabei. Das heißt, den rüsten wir auch mal gerade aus. Bist Morde gewesen, willst du gewalttätig? Ja, sieht man doch! Shield. Zwei. Ja, das ist gut. Er ist nicht respawned. Hä? Ich hab hier nicht, wann der respawnt und wann nicht. Ich verstehe das Prinzip nicht. Ich hoffe jetzt gerade, dass Hans nicht sehr überfreut darüber sein wird. Kann die Gangster Blaster schon hören.
Und Megalovania. Wie gut. Wenn Megalovania Bad Time ist, so, was ist dann Good Time? Okay, er hat irgendwie gerade gekontert. So, jetzt mache ich mich auch menschlich, weil jetzt kann ich den, die Flamme das erste Mal befeuern. Oder das zweite Mal auf 15. Und wenn ich dann noch einmal Humanity kriege, dann sollten es ja die 20 Estus sein. Item Discovery ist gerade bei 358. So, Rebirth Hollowing. Wenn in Anor Londo muss 100 pro ein Bonfire sein. Das heißt, das müssen wir auch noch kindeln. Aber ich habe so eine Vermutung, wo sich das Bonfire jetzt befinden könnte. Und dann sollten wir vielleicht nicht mit 0 Estus nach Anor Londo gehen. Hä? Warte, wieso habe ich jetzt... Moment, zählt Soft Humanity zu Item Discovery auch, wenn man nicht menschlich ist? Gut, dann ergibt es Sinn, dass ich jetzt weniger habe. Aber seit wann macht ein Humanity 58 Discovery aus? Aber das würde zumindest den Trend erklären, warum mit, sobald ich mal einmal Menschlichkeit hat, es viel leichter ist, noch mehr zu bekommen. Weil 58%, das ist ja immer schon mal mehr als, noch mal mehr als die Hälfte der Chance obendrauf. Wenn sich das dann stackt. Aber ich habe halt immer gedacht, dass es nur, weil man menschlich ist. Es kann natürlich sein, dass auch die Wertigkeit ein bisschen erhöht wurde. Vielleicht hat sich der Modder gedacht, hier, damit einfach Farmen nicht so eine Riesenrolle spielt, ist Humanity einfach viel wertvoller jetzt. Ich meine, dafür wird es einem ja nicht mehr so hinterhergeschmissen wie, also die Hard Humanity wird einem nicht mehr so hinterhergeschmissen wie im Original. Doppelkill, habe ich nichts gegen, aber leider keine Humanity. Aber dann können wir gleich immer noch mal ein Level-Up machen. Oder wahlweise... Können wir versuchen, noch mal ein paar Titanit... Wobei besser Titanit-Scherben holen. Falls wir den Morgenstern noch mal upgraden müssen oder irgendeine andere Waffe. Time ist wohl Megalovania aus Underfell. Was? So viele Kills und mit selbst einer dreifachen Item Discovery gibt es keine Humanity?
Okay, er ist buffed. Oh ja. Oh, 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 oh ja. Noch Megalovania rückwärts abschieben wollen, dass er bekanntermaßen auch Gribbys Theme ist. What? Okay, die Verbindung kannte ich aber noch nicht. Ich weiß, dass Undertale richtig viel verbunden ist, was Soundtrack angeht. Ich glaube, irgendwie alle Bewohner von Waterfall haben irgendwie Teile von Undynes Theme drin oder so. Aber Megalovania und Grilby? Ich meine, es würde passen, aber... Okay, wir könnten jetzt leveln. Wir können es aber auch lassen. Gut, Megalovania ist ja sowieso eigentlich schon ein eigenes Genre, weil du es nicht schlecht klingen lassen kannst. Versuche gab es genug. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute können behaupten, ein Musikstück geschaffen zu haben, das... mit dem du alles machen kannst und es klingt einfach immer gut. Okay, langsam erreichen wir aber eine Menge an Seelen, die ich behalten möchte. Aber kann ich jetzt bitte endlich Humanity haben? Ich brauche nur noch eins.
glaube ich, ob Toby Fox die Rechte an jeder Megalovania-Version hat, die es gibt. Ich meine, da hätte er einfach die Hälfte der existierenden Musik. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das mit funktioniert. Mit Coverversionen und so. Das ist ein bisschen komplizierter. Weil ich glaube, bei Coverversionen haben dann irgendwie beide Rechte dran. Also derjenige, der die ursprüngliche Melodie und so geschrieben hat. Aber es ist halt trotzdem irgendwo... Also die, halt diese Version von also dieses, diese Cover-Version gehört aber natürlich dann auch dem Cover-Artist. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das genau funktioniert. Spiel, ich möchte gerne jetzt langsam mal weitermachen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht live on camera Level grinden. Ich will doch nur ein bisschen Humanity. So, ich werde jetzt einfach eine Humanity opfern. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt den Ring ablege und normal weiterspiele, der erste Gegner oder einer der ersten Gegner, die ich jetzt kille, wird mir einfach direkt Humanity geben und ich werde mir so denken, danke Dark Souls. Vermutlich wird das passieren. Das wird passieren. Ich sehe es jetzt passieren. Es wird jetzt passieren. Gibt's irgendwas, was wir im Moment noch an Items haben wollen? Komm, Ring of Evil Eye. Es gibt wohl ein Undertale-Fangame, etwas namens Great Time Trio. Oh Gott. Ist, aber das ist nicht das mit dem Bad Time Trio, oder? Es gibt viel zu viel Undertale Fanfiction. Undertale Fangame, nicht Undertale Fangame. Ja, stimmt, die Fanfiction kriegt ja auch noch Fanfiction inzwischen. Ja, stimmt, wir haben hier den Shortcut. Hatte ich schon wieder ganz vergessen. So, Large Titanite Shard. Kosten einfach 4000 Seelen.
Ich habe gerade genug für ein Level-Up ausgegeben und ich krieg damit noch nicht mal eine neue Waffe auf 10. So, pass auf. Jetzt, wo ich nicht mehr hier rich bin, kann ich ja den Ring wieder ausrüsten. Hans Iron Golem. Okay, die Welle trifft jetzt auch mal. Okay, das war knapp. Wow. Das ist, glaube ich, neu. Also, der eine Angriff ist schon mal neu. Ich glaube, ich muss aggressiver sein. Ich wollte eigentlich, dass er runterfällt, aber ich habe das Gefühl, er bewegt sich auch schneller. Er ist nicht mehr so schwerfällig wie früher. So, der Käfig ist es. Der muss benutzt werden. Okay, er gerät doch ins Wanken. So viel härter ist das nicht. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt auch eine Stärkewaffe gehabt. Was gibt mir der Core of Iron Golem? Greatly boost physical defense. Wir machen das aber jetzt gerade noch nicht. Wir kaufen gerade noch mal... Wobei, nein, wir kaufen keine Titanitsplitter.
Wir leveln nur. Aber unter Umständen ist ein Bonfire direkt in Anor Londo. Ich bin... The pale servants have fled to the burial vault. Ja. Da war... Ja, die haben wir da gesehen. Bitte sag nicht, dass wir jetzt schon ins Grab der Riesen müssen. Ah, Slash Play ist Moment mit Kanalpunkten. Oh Gott, nein, da bin ich ja nur noch beschäftigt. Ach, hier ist ja auch noch ein Bonfire. Das hätten wir ja auch mal aktivieren können. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt, dass es das gibt. Warte. Wenn wir nochmal in die Dings, in die Katakomben müssen, dann upgrade ich den Morgenstern. Machen wir plus 10 Morgenstern. Wie viele Leute gucken hier bei Minecraft zu und die haben ein paar Kanalpunkte, mich da irgendwas machen zu lassen? Ich habe generell, die Kanalpunkte werden einfach, finde ich, nicht so sinnvoll genutzt. Wenn ich habe jetzt das mit der Baumpatenschaft, kann mich jetzt ein bisschen rumkommandieren damit. Das macht aber auch keiner. Hat doch letztens mit der Riesenkeule so gut funktioniert. Mhm. Jetzt einen neuen Heimkehrknochen her, aber okay, dann haben wir es so. Interessant wäre ja jetzt auch mal, ob wir schon den Drake schaffen. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Wir können es mal probieren. Aber ich hoffe, dass dann halt dahinter in der Ecke auch irgendwas Sinnvolles ist. So, Modify Equipment. Warte, wollte ich nicht... Ich habe ja noch grünes Titanit, das fällt... Ach, shit. Können wir einen Morgenstern so kaufen? Okay, warte, ich weiß gerade beim besten Willen nicht. Ist der gesegnete Morgenstern besser? Aber auch wenn wir ihn nicht voll ausrüsten können? Ich bin gerade ein bisschen, Ich bin ganz Ohr Creative.
Ich bin mir unsicher, ob wir den ob wir mit dem grünen Titanit, weil davon haben wir nicht so viel. Wir können es, glaube ich, auf plus 8, also auf Divine plus 3 bringen. Das war's aber auch. Für normales Dark Souls gilt halt, dass eigentlich das normale Upgrade fast immer besser ist. Aber ich meine, soviel ich weiß, hat Doctors of Ash auch so, dass die ganzen Schwächen und Resistenzen halt nochmal viel größere Rolle spielen. Pass auf. Wie viel Titanite, also wie viel kleines Titanite besitzen wir? 11. Okay, das ist gut. Crystal oder Voltaic? Wo kriegen wir den Morningstar her? Also, wir haben ja einen, haben wir schon. Aber können wir den nochmal irgendwo kaufen, dass wir notfalls zwei haben können? Na gut, dass die ganzen Sachen, die ich halt jetzt hier lese, ist halt. Dann kommt ja noch Okkult dazu. Und es ist ja auch alles die Frage, was hat Orders of Ash vielleicht geändert? Macht dann Magieschaden, fängt an mit Faith zu skalieren. Zwischen mehreren Baumformen entscheiden. Gibt's im Grunde genommen schon. Also die Birke ist halt der Standard. Ich habe auch mal zwischendurch mit 2x2 Bäumen überlegt, aber da sind die Regeln halt noch ein bisschen schwammig. Weil ich kann halt nicht auch für T3 keinen 2x2 Baum mit Diamantblöcken machen. Die Position des Baumes, also das ist halt etwas. Die Straßen sollen ja schon so ein bisschen das konzentrieren. So dass es halt Teil von einem Landmark ist, aber halt nicht irgendwie meine späteren Bauten stört. Und umplatzieren möchte ich jetzt auch nicht ständig, sorry. Nicht Blessed Battle Axe, sondern ich will den Blessed Morningstar. Komm. Machen wir. Ach, Mensch. Doch, jetzt kommt der auf, jetzt ist der auf, jetzt ist halt nur eine plus 8 Waffe, aber okay. Eine Umplatzierung kann ja teuer sein. Die Leute nutzen es sowieso schon nicht. Aber der Baum ist halt auch nur, ne, ich. Mit den Benefits, die ich mir überlegt habe, das sollte ja auch etwas sein, wo ich nicht mehr Zeit am Ende damit verbringe, halt irgendwelche Perks zu erfüllen, als eigentlichen Content zu machen. Aber wir machen mal gerade zwei, oder? Nee, komm, wir machen. So.
kann ja vorher besser nicht den Baumspot geben. Ja, es... Nein, also... Die Bäume sollen halt auch nicht irgendwo stehen. Ich hab ja extra überlegt, wo können die Bäume hin, wo sie nicht im Weg stehen, aber auch nicht, wo man sie trotzdem sieht. Und als Dekoration für Straßen macht halt da in der Hinsicht am meisten Sinn. Ich habe auch überlegt, ob man die Endinseln außerhalb damit schmückt. Aber wann fliegt man denn da mal rum? Wenn ich sehe, was Leute auch sonst als, also ich sehe auch zum Beispiel, was zum Beispiel Linksy oder Dave Guy hier in ihren Hardcore-Welten teilweise gemacht haben. Ich glaube, Dave hatte ziemlich lange, ich weiß nicht, ob er es jetzt in der neuen Welt wieder machen wird, aber da hatte er dieses Data Pack mit den Rüstungsständern, dass man da halt, dem die Pose vorgeben konnte und so, und damit Custom Mobheads konnten sich dann halt wirklich da auch Leute verewigen lassen. Also ja, die Bäume sind. Ich finde die Bäume dann sind doch eher was Eigeneres. Aber das. Ja, okay, komm. Der Anfang sollte ja nicht das Problem sein, eigentlich. Sondern der Teil nach Pinwheel, der wird. Der ist das, was mir Sorgen macht. Vielleicht in der aktuellen Form einfach etwas zu langweilig. Also interessanter wird es aber nicht. Wieso lebt er noch? Müsstest du nicht tot sein? Dürfte eigentlich jetzt nicht wieder aufstehen. Ich dachte eigentlich, er wäre schon gestorben, aber ist er offenbar nicht.
Okay. Okay, tschüss. Okay, er geht einfach weg. So, aber dann möchte ich jetzt auch das Warmhaus-Bonfire finden, wo ich schon mal hier bin. Das ist mit dem Schild so gut. Also normalerweise hätte der mich jetzt gekillt, aber... Mit dem Schild kann mir das komplett egal sein. Aber wie kam man zu Warmhaus? Ich frage mich auch wirklich, ob sein Bonfire überhaupt noch aktiv ist. Oder ob das überhaupt noch da ist. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste es. Wieso bin ich jetzt nicht mehr im Fokus? Hallo, Spiel! Ah, weil ich mit dem Handy an die... Das war so klar, ich wusste, dass das jetzt passieren würde. Ich bin jetzt mit... Weil ich mein Handy an die Tastatur gelegt habe, hat jetzt die Tastatur gesagt, okay, ich bin jetzt hier der Chef und das Gamepad reagiert nicht mehr. Warmhaus musst du von oben rein, aber wie? Ich glaube, ich war erst einmal bei ihm. Das ist so, der ist so überflüssig sonst. Weil ich mich auch gerade echt frage, ob ich hier ein Bonfire erwarten sollte bei ihm, weil das gibt es ja nur im Remastered. Und die Mod gibt es ja für beides. Ich meine, theoretisch müsste es ja auch wirklich sein, im Original dann ein Bonfire reinzumodden, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach gesagt hat, das 40-Euro-Bonfire braucht doch kein Mensch. Au. So, aber wo? Hier von oben? So, ich versuche mir jetzt wieder ein Meme über dich auszudenken. Tu dir keinen Zwang an. Man kann nie genug Memes haben. Aber wie kommt man von hier aus zu Warmhaus? Kommt man hier auch irgendwann an der Seite irgendwo hin? Das heißt ganz falsch. Vielleicht wäre mein Meme etwas zu gemein. Damit komme ich klar. Bin ein großer Junge.
Okay, ja, ich erinnere mich ganz dunkel, wo es hier, wo man hier hin musste. Au. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich lese gerade im Wiki und ich glaube, ich weiß, was die, welche Stelle die meinen. Nicht diese eine Treppe, die aussieht, als würde sie ins Nichts führen. Wenn ich jetzt noch rausfinde, wo diese Treppe ist, dann wäre es perfekt. Irgendwo nach dem Ort, wo das erste Bonfire wäre. Verdammt, Dark Souls. Jetzt reicht's aber. Wenn man einmal nicht in diesem Flusszustand ist, wo alles klappt, dann wird man halt sofort zu Tode gestaggert. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Ort nicht mag? Wenn du nicht Rage quittest, kann nicht so schlimm sein. Ich bin nicht jemand, der groß raged oder quittet. Das ist wahrscheinlich auch mein Problem auf YouTube. Ich müsste mehr ragen. Lass uns alle Spinny mobben, damit er raged. Passt auf, dass ich keine Bans verteile. Ist das die Treppe hier? Aber hier ist. Frage: Erstes Bonfire. Ist damit das schon das gemeint, was, was oben da war? Weil für mich ist das erste Bonfire das Versteckte eigentlich. Aber das gibt es ja nicht mehr. So, jetzt an der Wand bleiben. Und runterlaufen. Natürlich. Jetzt bin ich nicht im richtigen Winkel runtergelaufen. Ist ja eigentlich auch so eine Game Design oder so eine Level Design Sünde, ne? Den Spieler zwingen, irgendwo zu springen, ohne dass er sehen kann, wohin er springt, ist eigentlich.
etwas, das findet man in schlechten Mario Maker Leveln. Und ist der Grund, warum man dazu dann nur sagen muss, ihr könnt alle keine Level designen. Wenn ihr zugegebenermaßen, das ist in dem Fall ein Secret, aber trotzdem. Ja, nee, aber wenn du kannst als Designer halt nicht sagen, in 99 von 100 Fällen, wenn du da runterspringst, stirbst du. Aber wir haben jetzt einen Fall, wo es auch... Wenn der gute einzige Hinweis, dass hier das Warmhaus da ist, ist ja, dass man seinen Hammer hört. Warmos Stimme klingt auch so, als hätte der die irgendwo mit richtig viel Störgeräuschen aufgenommen. Aber hier ist kein Bonfire, glaube ich. Hier war auch keine geheime Wand, oder? Nee, das Bonfire ist nicht hier. So, was war das vorhin mit dem Shortcut, der hier angeblich sein soll? Moment, wie macht man die Skull Lantern an? Ich hätte mir auch eigentlich schon denken können, dass die Skull Lantern. Wir kriegen die so früh. Dass eigentlich klar war, dass. Aber hä? Wie benutzt man die? Nee, nicht Estus verschwenden, bitte. Used like a shield. Warte. Also ich muss sie hier reinmachen. Schildhand und Blocken. Ich
glaube, das war auch so ein Ding, was auch Joseph Anderson in seinem Review angesprochen hat, dass das nicht so cool gelöst ist. Aber wo soll hier ein Shortcut sein? Ich weiß, dass man das Gebiet in weiten Teilen skippen kann, wenn man an einem bestimmten Sarg runterslidet. Aber das ist ja hier nicht gemeint, würde ich mal sagen, wenn der Text hier ist. The Undercrypt. Ich glaube, das ist das Bonfire, das eine Trap ist, wo wir noch drüber gesprochen haben. Ich glaube, das eigentliche Bonfire ist da unten. Ja, die bringt ja voll viel, die Waffe. Aber das Bonfire hat nämlich eine Glut. Das ist der Unterschied, glaube ich. Das andere Bonfire oben passt nicht zum Rest und hat keine Glut. Bringt mir das überhaupt noch was, gegen die hier mal den Morgenstern zu nehmen? Jetzt darf ich auch nichts mehr sehen, danke. Ich glaube, das war eine Fehlinvestition. Hier. So viel zum Thema eine göttliche Waffe. Wie komme ich jetzt da oben hin?
Hallo? Hier können wir runter. Ich glaube, er ist neu. Let's Beyblade. White Titanite Slab. Warte, White Titanite? Das ist aber neu. Blessed Weapons to plus 10. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass weißes Titanit es vorher noch nicht gab. Es gab grün, es gab rot und ich meine, es gab noch... Gab es noch blaues Titanit? Ist zu lange her, ehrlich gesagt. Ich fand auch ehrlich gesagt, die anderen Titanitarten waren auch, finde ich, nie so wirklich nützlich. Das war eine Sache, die Dark Souls 2 und 3 dann auch durchaus zu Recht unter den Tisch haben fallen lassen. Okay, da ist Patches. Ah ja, hier sind die beiden. Wieso wird er nicht gepancaked? So, jetzt haben wir sie gerettet. Pale Eye Orb. Warte, der wurde gestohlen. Den haben wir vorhin in der Krypta. Der fehlt angeblich. Damit können wir irgendwas machen.
Und sie müsste ja dann auch wieder oben an, in Undead Parish auftauchen. Ich glaube, wir porten uns gleich mal zurück. Da ist Los Isolif. Good day. What are you doing in the camp? No? There's a fine stash. I found it first. In any case, have a look. There. Nope. Large Titanite Shard. Das sind immerhin 8000 Seelen. So, wir können einmal leveln. Das tun wir auch. Dann schauen wir einmal kurz oben, weil die müsste ja jetzt da sein. Die müsste jetzt oben in der Kirche rumhängen. Meine ich. Ich krieg die Quest nicht mehr zusammen. Ich weiß auch, ich glaube, das bringt uns auch nicht so viel, aber ich will es halt jetzt gerade mal wissen. Und dann gucken wir gleich nochmal, was in dem Grab war. Weil wahrscheinlich können wir dann auch zu dem Covenant, oder? Oh, beste Geste. Ist die jetzt nicht oben? Ich meine, er sagt ja auch... Sagt er was dazu, wenn sie sich bewegt hat? Wenn wir schon mal oben sind, können wir noch mal kurz das Bonfire besuchen, weil das ist ja Kindle. Dann gehen wir mit 20 Estus runter. Aber ganz ehrlich, das mit dem Stein oder mit diesem Orb da, das wusste ich ja jetzt auch nur, weil ich versehentlich mit dem einen Item mit dem Sarg da interagiert habe. Also das kann man auch sehr leicht verpassen. Ich glaube, Cover das Serpent Ring könnte gerade im Moment sogar besser sein, damit wir vielleicht mal ein bisschen Humanity kriegen.
Okay, das ist eins. Wie viel Item Discovery gibt es? 50. Okay, ich glaube, ein Humanity gab 50 und danach gab der Rest nicht mehr so viel. So war das. Sie ist nicht hier. Ist auch viel zu gefährlich hier oben im Moment. Also da müssten auch die Gegner verschwinden. Wobei, gut, wir haben das ja auch im Friedhof gesehen. Da sind ja auch einige Gegner nicht reanimiert, solange die beiden anderen Typen noch da waren. So, schauen wir mal, dass wir jetzt dieses Grab wiederfinden. Ist okay. Billo-Gegner können mich ruhig auch mal heilen. So, jetzt überspringen wir wieder einiges.
So, war das hier? Oder war das ein anderer? Es gab doch irgendwie zwei, glaube ich, so Stellen hier. Die sahen aber auch alle sehr ähnlich aus. Bei dem einen war der Titanite Demon drin. Genau, hier war es nicht. Hier? Nee. Und zwar weiter oben. Ich glaube, ich weiß auch grob wieder wo. So, komm mal rüber. Ich dachte gerade für einen Moment, er will sich genau rechtzeitig aus der Animation lösen, um mich anzugreifen, aber das dann zumindest nicht funktioniert für ihn. Hier. Hier, hier, hier. Deshalb ist auch der Text da, damit man das auf jeden Fall findet. The Pale-Winged Servants can resume their duties at Sands Forge. Okay, wir können nach Anor Londo. Das ist... okay. Das ist unerwartet. Ich hätte gedacht, wir müssen irgendwie erst Nito besiegen. Aber vielleicht können wir jetzt in den Covenant von Nito? Geht das jetzt? Aber jetzt sind wir gerade hier. Jetzt möchte ich auch wieder die Gegend mal angucken. Achso. Doch, hier. Das ist korrekt. Passiert jetzt was, wenn wir uns in den einen Sarg reinlegen? Nee, der ist es nicht. Hier drüben. Ich schau mal kurz auf die Uhr.
Weil sie eine Cutscene ist, würde ich jetzt nicht raustappen sollen, aber ich gucke mir das Meme mal gerade auf meinem Handy an. Irgendwie ist Discord gerade bei mir irgendwie auch total am Ausflippen. Ja, okay. Funktioniert der Sarg? Es sieht nicht so aus. Ich finde die beiden Namen sehr einfallsreich. Die armen Wortleute werden das Meme jetzt, Das ist doch das Item. Warte, ach, man brauchte glaube ich, einen, Red Eye Orb? Brauchte man den schon? Für den Covenant. Ich glaube, ich war bis jetzt noch nie da unten, ohne dass ich den hatte. Ich habe einfach gedacht, das wäre eine Änderung vom Dings. Von der Mod. Das mir im Discord-Server schicken. Ja, kannst du machen. Wird vielleicht ein bisschen strong rüberkommen. Stimmt, aber bei den Grave Lords, da brauchte man ja irgendwie das Dings, den Red Eye Orb. Ich habe das irgendwie komplett verdrängt. Und ich habe mich bei meinem Video dann wahrscheinlich total blamiert. Kann man da oben noch mal hin an das Item? So, wir räumen hier mal. Wir sind hier mal gründlich. Gibt es da einen Weg, dass man rüberspringen kann? Also hieran ist nichts Shortcut. Ich verstehe es nicht.
Kommt man da drüben hin? Ich sehe da nämlich einen Einstieg. So, wir triggern gleich mal die Trap. Irgendwie muss man da drüben hinkommen, weil da ist ein Item. Okay, aber wenn man weiß, dass es eine Trap ist, kann man zumindest blocken. Da geht's runter, aber das ist es nicht. Wo waren wir denn hier vorhin? Wir sind hier runtergegangen. Okay, das führt zum gleichen Ergebnis. Warte, soll man hier aus... okay. Ich war weil ich vorhin den anderen Weg gegangen bin. Ging das nicht. Aber wir müssen hier smart sein. So, jetzt sind wir hier, jetzt möchte ich es aber auch durchziehen. So, und damit wir die Zermürbung ein bisschen eingrenzen können, nehmen wir hier die, den Ring of Evil Eye. Patches. Du überzeugst niemanden. Danke, Dark Souls. Okay, du siehst hier halt wirklich rein gar nichts. Sunlight Maggot ist dann doch eine ganze Spur komfortabler. Er lässt sich halt aber auch nicht staggern. Was ist denn das? Denen ist einfach alles egal. Die staggern nicht. Und dann treffen sie mich einfach zweimal. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens hier das Bonfire. Zwar eins, was in keiner Weise irgendwie aufgelevelt ist und deshalb nur maximal 5 Estus gibt. Also gefühlt selbst mit 10 Estus kommt man hier, finde ich, nicht sehr weit. Okay, aber die gehen auch nirgendwo hin.
alte neue Chunk. Das deutet ja darauf hin, dass wir bald auch die Large Ember bekommen. Die Very Large Ember bekommen. Da ist ein Vieh. Wow. Ich verstehe gerade nicht, was die Idee mit den Viechern ist. Außer vielleicht, dass man hinter sie soll. Sieht das mit der Haltbarkeit von der Laterne aus? Okay, nee, die hat keine Haltbarkeit. Also doch, sie hat Haltbarkeit, aber die geht nicht allein durchs Leuchten kaputt. Das ist schon mal gut. So, das ist ja ein Soundboard für Twitch besorgen. Auf einen der Slots nimmst du dann die Line von Metatron. Oh yes, ja. Grundsätzlich wäre das sicher was. Wie heißt es noch? Dieser Ort ist gut, aber er ist nicht schön. Die Gegner hier geben gut Seelen, aber wo ist hier... Wo war ich? Dieses Spiel und dieses Gebiet.
Aber hier könnte man gut Level grinden, glaube ich. Bitte? Natürlich! Greif unbegrenzt oft an, so oft du möchtest. Gibt es da einen Trick für die? Attack from behind. Ja, super, das ist das, was ich versuche. Aber ich sehe ja auch meine Umgebung nicht, wenn ich den Schild oben habe, weil ich dann die Lampe nicht benutzen kann. Also können wir festhalten, dass dieses Gebiet immer noch scheiße ist. Okay, YOLO. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die nicht hinterherkommen. Ash Lake, da waren wir auch noch nicht. Bonfire. Bist du echt? Okay, du bist echt. Warte, wir müssen dran rasten, sonst bringt es uns nichts. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr raus. Die Lampe bringt hier aber auch rein gar nichts.
Ritualgrotte. Hier sind ja, ist halt die Stelle, wo man normalerweise den ganzen Pinwheels begegnet. Aber hier ist es im Moment sehr ruhig. Die Hälfte der Zeit macht Daughters of Ash halt irgendwas total Dummes, einfach um dich zu ganken, und dann hat es halt solche Momente, wo eigentlich ein Gebiet voller Gegner sein müsste und niemand da ist. Aber man fühlt sich halt trotzdem nicht sicher. Warte, wir haben die Dings. Wir können eine. The disturbed bones protect the grave lord's slumber. Och nee. Ja, dann lass mich doch nicht hier hin. Lass mich doch nicht den ganzen Weg hier hinlaufen, nur um mir dann zu sagen, dass ich noch nicht hier sein darf. Jetzt bin ich hier wahrscheinlich, sitze ich hier wahrscheinlich fest. Ich meine, gut, theoretisch kann ich wahrscheinlich mit dem Lord, wenn ich das Lord Vessel habe, komme ich hier, jetzt müsste ich jetzt eigentlich gut hier hinkommen. Die Frage ist, komme ich jetzt aus diesem Ort wieder raus? Also Disturbed Bones. Also entweder muss ich noch irgendwas anderes machen. Oder es liegt da... Als ob es daran liegt, dass ich... Warte. Das will ich jetzt wissen. Aber es ergibt eigentlich keinen Sinn mit dem, was da stand. Aber wenn es so ist, dann... dann wäre das ein 200 IQ-Ding. Ich habe ja gerade ganz viele von den Skeletten und die da auf dem Boden lagen, kaputt gemacht. Ist das vielleicht mit Disturbed Bones gemeint? Muss ich ernsthaft da durch, ohne die Knochen kaputt zu machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel das überhaupt tracken kann. So, wir töten nicht... Okay, an ihm kommen wir nicht vorbei. Ihn müssen wir töten. Ich hoffe mal, dass er nicht gemeint ist, weil das wäre total weird. So. Aufpassen, dass wir nicht auf Knochen treten. Okay, das hat nicht gezählt. Das ist schon mal gut, weil sonst wäre es da schon schief gegangen. Noch haben wir nichts kaputt gemacht. Nee, das wäre aber auch
Das wäre aber auch sehr weird gewesen, weil hier kommst du nicht durch. Normalerweise, also wenn du nicht mega aufpasst. Das wäre der nervigste Boss-Run. Also, da würde ich dem Modder, glaube ich, aber auch ein paar fiese Worte sagen zu, wenn er das gemacht hätte. Für die 10.000 Seelen einmal Wasser trinken. Moment. Wir laufen noch zurück. So, hier ist ja normalerweise, glaube ich, auch Paladin Leroy mit seinen coolen Sachen. Aber da Humanity jetzt so selten ist, verbringe ich erst recht keine Zeit in dem Zustand. Zum Glück sind die Hunde oder die Biester nicht besonders schnell. Aber hier könnte man vielleicht gut Level grinden. Einfach weil die einzelnen Gegner so viel geben. So, das Bonfire müssen wir unbedingt triggern, dass wir den Weg nicht komplett zurücklaufen müssen. Gute Nacht, ihr Austria. Danke fürs dabei sein. Da war ein Item, das will ich auch gleich haben. Eventuell solltest du die Belohnung ist ein Goldapfel umwandeln, ist ein OP-Goldapfel. So viele von denen habe ich nicht. Und da ich ja auch keiner von diesen Menschen bin, die ewig viel rumfliegen und dann die Welt ewig riesig machen, ist das nicht so gut. Ah, okay, das ist. Jetzt verstehe ich, wie der Weg funktioniert. Du hast eine Goldfarm, soweit ich weiß, ist da Bearbeitungsbedarf. Ja, du kannst ja keine OP-Goldäpfel craften, sonst würde ich das machen. Aber das wäre auch maximal busted in der Hinsicht, dass du dann wirklich unsterblich wärst.
Zunächst, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Eisenfarm und die Goldfarm jetzt mit den Änderungen von 1.18 oder 1.17 war das, glaube ich, auch schon, ob ich die dann nochmal bauen würde, weil mit Fortune ist es halt, ist halt Minen halt viel ergiebiger geworden. Wäre das ein Goldapfel, nicht 1000 Zusium wert. Das ist ja gut, ich soll ja auch nicht, ich sollte das ja auch nicht spammen. Immer so, streng genommen hat der haben diese Äpfel sowieso keinen Wert. Also von daher. Aber es sind ein paar Belohnungen, die eigentlich auch raus können. Zum Beispiel Raid-Anführer ist auch. Ich glaube, das haben mal ein oder zwei Leute genutzt, aber das Problem ist, mit den Nischen, die ich streame, und die Zeiten, zu denen ich streame. Ist das total sinnlos, die Belohnung. Okay, Bone Zone ist immer noch so schlimm wie sonst, wenn man hier durchrennt. Ja, klar. Ja, ist okay. Da ist man einmal zu schnell unterwegs. Dann gehen wir halt nach Anor Londo. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da heute noch viel machen werden. Also ich glaube, O und S schaffe ich heute nicht mehr. Also in dem Belohnung für ein X-Muslim kann man eine neue Belohnung erstellen. Nein. Hier ist keine Wand. Keine falsche Wand. Aber wie kommt man da sonst hoch? Da oben ist das Loch. Oder war das, konnte man von da aus, wenn man da auf dem Dach gelandet ist? Ich will hier eigentlich raus. Ich will hier nicht noch länger bleiben.
Green Titanite Shard, das ist sinnvoll. Oh, jetzt sind die Dämonen auch nicht mehr hier. Und wenn da unten echt ein Shortcut ist, den ich jetzt einfach zu blöd bin zu sehen, werde ich mich wahrscheinlich, wenn ich mal mit dem Run durch bin, wahrscheinlich einfach nur verfluchen. So, jetzt möchte ich ja mal gerade wissen, ob ich recht habe. Nein, ich hatte nicht recht. Und jetzt verstehe ich, warum man nicht rollen soll, sondern gehen. Okay, diesmal steht er nicht auf. Wieso steht der diesmal nicht auf? Wolltest du denn echt auch mal so eine Treppe laufen? Das ist ja keine Treppe, da ist ja nur so ein Vorsprung. Aber da ist natürlich genau diese strategisch platzierte Ausbeulung, damit man da dann von abrollt. Wieso steht der jetzt auch nicht auf? Ich bin so verwirrt. Wohin sind die beide aufgestanden? Warum steht der jetzt nicht auf? Das ergibt keinen Sinn. Shortcut ahead. Was ist hieran ein Shortcut? Es ist der einzige Weg zurück, weil du von da unten nicht weiterkommst. Als ob der das nur eingefügt hat, damit die Leute nicht. Leute auch wieder hier rausfinden. Weil die Leute, die Pinwheel zuerst legen, wissen, dass es auch danach wieder zurückgeht. Aber sonst hätte sich das ja auch nicht etabliert. Steckt da ein Rad in den Skeletten drin? Ja, weil das ein Rad ist, das groß genug ist, dass sie sich da reinstecken können.
ist auch keine geheime Wand. To be honest, das stört mich jetzt. Ich will diesen Shortcut haben, wenn es einen gibt. Shortcut after Pinwheel. Nö, da ist das geht nur der Weg zurück. Den gab es ja auch schon vorher. Moment, wo bin ich jetzt? Weil das Messer aufgrund der physikalischen Gesetze dazu in der Lage war, in die Person reingestochen zu werden. Ist das etwa, willst du damit sagen, dass das keine, dass das vor Gericht nicht standhält? So, hier muss jetzt der Blutfleck sein, genau. Danke, dass ich nicht sehen darf. So, wir gehen jetzt einfach hier. Was für ein Scheißtrip. Okay, ich dachte für einen Moment, ich hätte jetzt aufgelevelt, ohne dass es mir die Seelen abgezogen hätte. Also Kälte stecken sie alle in das Rad einfach rein, weil sie es können. Ich meine, wenn das Folterräder waren, steckten sie vielleicht drin, als sie gestorben sind.
Und jetzt können sie sich davon nicht trennen? Wo sind die Dark Souls Lore-Experten, wenn man sie braucht? Da gibt's bestimmt eine Antwort drauf. Der Typ lebt auch gefährlich. So. Auf nach Anor Londo. Oh. Okay. Jetzt hat Lodrek sein Ding getan. Sollen wir gerade mal probieren, ob den Drake schon töten können? Ich würde gerne wissen, ob beim einen Covenant noch was ist. Ich tippe gerade auf masochistische Gründe. Hey, wir wollen hier nicht King Shame, ja? Habe ich doch nicht, dann ist ja gut. Bitte vergiftet. Kannst du mal aufhören, mich zu staggern, bitte? Die Ratte erwischt hätte. Also, wir müssen das eine Bonfire aktivieren, weil sonst müssen wir den halben Weg wieder laufen. Ich habe mal gelesen zu haben, dass Masochismus und ähnliche Sachen als Störungen zählen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich erinnere mich auch noch an Schilderungen aus meinem alten Biologiebuch, wo das so war. Aber soviel ich weiß, ist inzwischen eigentlich nichts davon als Störung klassifiziert, solange es der Person halt nicht schadet. Das wäre definitiv etwas, wo es... Danach wäre es pathologisch. Definitiv. Sage ich jetzt mal als jemand, der da keinen Hintergrund hat, was irgendwie Psychologie angeht. Auch wenn in der Erzieherausbildung ein halbes Psychologiestudium drin ist, gefühlt. So, was mache ich eigentlich? Ich will die andere Richtung. Ich habe das Bonfire benutzt und jetzt möchte ich den Shortcut benutzen, weil wenn, müssen wir über die Leiter gehen.
Au, 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 au. Nein. Geht weg. So, 3 Kills. Ich glaube, es zählt nicht so viel zum, zum Health Regen. So, jetzt die Treppe rauf. Nicht die Treppe, die Leiter. Und dann die Treppe rauf. Mit einer plus 10 Waffe. Doch dazu eine Stärkewaffe, die relativ viel Burst Damage macht. Bis hierhin können wir gehen. Okay, das hier zählt immer noch als Deckung. Leute, das Anarchie für Masochisten. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich habe es überlebt. Irgendwie muss man ihn dazu kriegen, dass er runterspringt. Kriege ich ihn irgendwie dazu, dass er runterspringt und sich dann von mir schlagen lässt? Ja, was ist zu deiner Frage? Einer unserer Lehrer hat uns da mal einen Witz erzählt. Der Masochist sagt, schlag nicht. Der Sadist sagt, nein. Ich glaube, da ging es, da hatten wir, glaube ich, im Unterricht gerade drüber gesprochen, dass das gleiche Ereignis für eine Person eine Strafe und für die andere Person halt eine Belohnung sein kann. Also, dass das sehr subjektiv ist. Mich konnte man zum Beispiel bestrafen, indem man mich rausgeschickt hat. Was aber nicht oft vorgekommen ist. Sehr schön, hat sowas zu behandeln. Was zu behandeln? Na toll, jetzt liegt der Bloodstain natürlich genau da, wo ich nicht rankomme. Hallo? Würdest du bitte? Subjektivität von Bestrafung und Belohnung. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fach das war, weil wir hatten nicht. Wir hatten keine Fächer, also schon, wir hatten auch Fächer, aber. Vor allem hatten wir halt diese Lernfelder in der Ausbildung. Schaffe ich das, wenn ich mich ausziehe? Ich schaffe es nicht, wenn ich mich ausziehe. Das beantwortet meine Frage. Aber dann frage ich mich echt, wie man den Drachen mit Nahkampfwaffen bezwingen soll.
gibt auch irgend so ein Meme, aber ich finde das leider nicht mehr, wo es irgendwie darum ging, so von wegen, Spiele bringen einem nichts Wichtiges bei. Und dann Dark Souls hat er zu dir seine ganzen Weisheit, so von wegen, Alter hat keinen Einfluss auf Fähigkeit, Geschlecht spielt keine Rolle, irgendwie so. Und dann ganz zum Schluss, time for crap. Wurde ich also nur bestraft, wenn ich rausgeschickt hat? Nein, aber man konnte mich auf diese Weise bestrafen. Ich weiß, dass das meine Mutter mal mit der ersten Klasse gemacht hat. Einfach nur, weil sie mal ein paar Minuten Ruhe haben wollte, wohlgemerkt. Also nicht, weil ich irgendwas gemacht hätte. Und dann hat sie mich als... Sie hat mich halt vor die Tür geschickt. Einfach, dass ich mal ein bisschen draußen bin. Und ich glaube, sie hat mir dann sogar noch irgendwie eine Uhrzeit gesagt oder so. Und ich habe dann meinen Wecker mitgenommen. Und mich dann auf so dieses Mäuerchen vor dem Haus gesetzt. Und die sind Wecker angestarrt. Und ich glaube, die Nachbarn, die das gesehen haben, haben gerade, glaube ich, echt gedacht, ich hätte, so, die haben mich wieder gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich muss draußen sitzen. Die haben halt echt gedacht, ich werde bestraft. Das nächste Mal ohne dich war es ruhig. Ja, freier PC-Zugang war ja in dem Alter nicht. Das war jetzt aber sehr knapp. Aber jetzt machen die Gegner hier auch alle irgendwie kein Damage mehr. Wieso verdreht sich der Arm so komisch? Ich kann das jetzt nicht mehr entsehen. Ich frage mich echt, ob es mit Daughters of Ash überhaupt vorgesehen ist, dass man den Drake mit was anderem als Fernkampfwaffen tötet. Aber das ist halt so total lame. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt durch die Untiefen und durch Lighttown müssen. Weil wenn wir jetzt schon nach Anor Londo können, eventuell in ein kleines bisschen in einen rotierenden Ventilator gefasst, der keine Ab... Warum?
Warum tust du sowas? Ich dachte, du wärst smart. Das war aus Versehen. Ja, wieso hast du aber auch so eine Gefahr in deinem Zimmer stehen oder neben dir stehen? Warte, das ist hier der Raum. Wie ich jetzt schlau darstelle, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich bin selber mal so Christ, weil es dann eher schlau gewesen wäre, da reinzufassen. Das überlasse ich jetzt dir. So, ich calle es, das eine Bonfire ist jetzt nicht mehr da, wo es vorher war, sondern es ist jetzt auf dieser rotierenden Plattform, weil da sollte es wahrscheinlich, da ist es wahrscheinlich besser aufgehoben und wahrscheinlich ist es dann das einzige Bonfire in der Gegend. So würde ich es machen. Dann würden nämlich auch die Shortcuts, die man freischalten kann, hier auch mal Sinn ergeben. Okay, wir machen einfach schon massiven Schaden. Ich weiß, in der Blade and Sorcery. War das nicht sogar das, wofür es zig Star Wars Mods gibt? So, was ist hier? Ich sehe ein Bonfire. Ja gut, das Problem ist, das hier kriegst du wahrscheinlich schlecht weg wegen dem Firekeeper, ne? Aber doch, die ist hier. Well, welcome to the if you seek Lord, exit here. If you are the chosen, what follows thereafter. What is what am I? If not for me. Eigentlich schon ins Archiv. Da ist eine Kiste. Ich sehe die andere gerade nicht. Weil die andere ist ja normalerweise eine Mimik. Okay, ich darf da nicht hin. Okay, ihr wollt mich da jetzt nicht hinlassen. Okay, dann ein anderes Mal. Aber dann ist hoffentlich das zweite Bonfire. Das, was normalerweise in dem Gebäude wäre, ist hoffentlich dann auf der einen Plattform. Das wäre viel besseres Design.
Mir hat übrigens mal jemand Sadismus, falls jemand gesehen hat, wie ich das spiele. Hast du mal Metal Gear Rising gespielt? Ja, da ist das die Belohnung, dass du die Gegner zerschnippeln darfst. Du kannst ja alles theoretisch zerschneiden da. Okay, Kiste. Bunkern des Titanit. Nicht, dass ich das bräuchte. Die Gargoyle, der Gargoyle sieht anders aus. Irgendwie scheint diese Mod keine Gargoyles zu mögen, weil irgendwie sind die alle weg. Einfach mal ein paar Drakes hinzugefügt. Ist ja keine große Sache. Die Kiste, hier müsste eigentlich auch noch eine Kiste sein, oder? Die ist auch weg. Ah, okay, man soll, glaube ich, den Weg hier gehen, um den aus dem Weg zu gehen. Boah, das war knapp. So, das hier ist noch alles beim Alten geblieben. Aber du bist jetzt hier. Okay, du glitschst dich einfach. Da merkst du halt, dass diese Gegner nicht hier sein sollten. Das Spiel sieht hier zu normal aus. Metal Gear Rising oder jetzt Dark Souls? So, fall runter. So, jetzt Fall. Ist das jetzt Zufall oder stellen sich die Gegner besser an? Weil sonst fallen die ja gerne mal... Sonst fallen die ja gerne mal runter. Wieso wird die Leiche nicht direkt... Warum verliert die nicht direkt ihre Kollision? Warum muss die noch ewig ihre Kollision behalten? So, einmal hier rum. Ich glaube, wenn ich die Mod, wenn ich das Spiel mal wieder ohne Mod spiele, wird es ungewohnt sein, wieder den normalen Weg zu gehen. Kannst du mal sagen, wie das Spiel heißt? Metal Gear Rising Revengeance.
Tschüss, 14.000 Seelen. Wäre ja auch schön gewesen, die zu bekommen. Aber ich hoffe wirklich, dass zumindest diese Plattform da noch ein Bonfire kriegt, weil selbst wenn die mit den Shortcuts, wird das sonst, glaube ich, kein angenehmer Bossrun zu O und S. Die ganzen Gebiete, die wir jetzt liegen gelassen haben, möchte ich ehrlich gesagt nicht ohne Lord Vessel machen. Nicht, solange ich nicht weiß, dass ich da lang muss. Interessantes gedroppt? Nein. Fast wieder der gleiche Fehler passiert. Das Spiel wird ähnlich wie Ultrakill eingehauen, also ist es vielleicht doch interessant. Du darfst mir ruhig mal vertrauen. Okay, so geht es auch. Contraption does not move. Okay. Das ist schon hier. Ist hier das Bonfire? Sieht nicht so aus. Natürlich nicht. Das wäre ja auch, das wäre ja auch gutes Design. Weißt du was, eine S4-Map könnte, wenn du mich daran erinnerst, tatsächlich sogar perfekt für den nächsten Stream, für den nächsten, nicht für den nächsten Stream, aber für den nächsten Siedler-Stream sein, der vielleicht sogar schon am Sonntag kommt.
Ich sollte vielleicht mal den Langring aktivieren. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich gleich das Gemälde anfasse, dass wir dann tatsächlich direkt in die gemalte Welt gezogen werden. Obwohl wir gar kein Item haben. Weil wir vielleicht auch einfach keins mehr benötigen. Onyx Great Shield, da müssen wir gleich mal uns mal angucken, was das, hat, ob das besser ist als das, als unser jetziger Schild. Humanity? Hä? Als ob. Hier war, glaube ich, irgendein Zauber war doch sonst an dem Kronleuchter. Painting of a distant land. Ja. Und wir können es noch nicht aktivieren. Okay, das Schild ist einfach noch schwerer. Man braucht sogar noch ein bisschen mehr Stärke. Aber dafür ist er... Hat er fast komplette Feuerresistenz. Ist ein bisschen Stabilität ist fast gleich. So ein bisschen besser gegen Lightning. Also, Lost Isle vielleicht? Dann gegen so gegen Fire Sage Demon und Centipede Demon, aber sonst. Okay, die Drakes nerven mich jetzt schon. Wow. Okay, okay, okay. Wir gehen einfach. Wir rennen einfach. Onion Bro! Das spricht dafür, dass es hier sicher ist. Da ist eine Mimik. Und die... Die Londo Archers sind immer noch da. Ja, Sonntag bietet sich bei mir vielleicht an. Whatever can be done. Ah, let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Oh, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of it. This is... We'll need another three... No. Maybe five bodies. Hm. Es macht Sinn, dass er hier festhängt. Warte, wo sind sie? Das hat er nicht getan.
die da oben hingepackt. Au. Crystal Shield. Ist der oben? Diesen Sonntag oder nächsten Sonntag? Also wenn, dann diesen Sonntag. Sind das zwei? Da ist noch einer. Danke, Dark Souls. Ich hab so eine Ahnung, wo wir jetzt die Puppe finden. Wenn ich die Beschreibung gerade im Ladescreen so gelesen habe, würde ich tippen, dass die irgendwo bei Gwyndolin ist. Au. Ja, okay, du sagst auch nichts Neues. Okay, wir ziehen ihn runter. Auf dass er uns folgen möge. Jetzt steht er natürlich genau da. Seines Geld, deine Lieblingsfarbe ist gelb und blau.
Wieso ist dieses Item so blau? Was hat mir hier gerade Gesundheit abgezogen? So, hier können wir schon mal reinschauen. Ist das Bonfire noch da? Nein, sieht nicht so aus. Wie gesagt, das wäre okay, wenn das in der Mitte auf der Plattform wäre. Nein, stattdessen ist hier eine sehr suspekt aussehende Kiste, die aber nicht suspekt ist. Ach, hier! Hier ist das Bonfire! Hallo, Solaire! Das hast du gerne die Rechte an der ukrainischen Flagge hättest. Nein. Es ist einfach im anderen Raum. Das ist halt wiederum so ein Troll-Move. Einfach damit er sagen kann, er hat was geändert. So, that's not open from this side. War das nicht doch? Ich wollte schon sagen, das war doch hier. Aber Havels Rüstung ist bestimmt. Havel ist bestimmt hier drin. Lass ihn mit. Like, warte, wir können. Was zur Hölle? Was ist hier alles? Eine Mimik? Titanite Demon? Ich kann Lord Shrek herausfordern? Gibt es etwas, was hier nicht ist? Sind solche Geheimgänge nicht etwas unfair? Die Illusory Walls? Nö, die sind eigentlich okay. Aber hier ein Titanite Demon ist. Weil er muss, wenn er springt, muss er durch die Decke klippen. Und dann wird das noch schwieriger, damit ihn auszuweichen. Ich glaube, hier bräuchte man eigentlich mal einen normalen Schild, weil die Silver Knights kann man ja so schön parieren. Komm, ich bin jetzt sogar schon zurückgerollt.
So, jetzt stirb endlich. Ah, wenigstens zwei. Wenigstens zwei Titanite. Du bist keine Mimik. Titanite Shards. Wow. Ernsthaft? Ist doch lame. Ich habe jetzt gesagt, dass Havel hier rumläuft. Wo ist der Tod, den ich hier gesehen habe? Ach komm, das ist jetzt aber... Das ist ja jetzt nicht die erste Mimik, die uns begegnet. Ja, so ein Ding noch nie bewusst wahrgenommen. Also hier könnte man auch gut Level grinden. Vielleicht muss ich das mal zwischen den Streams eigentlich sogar machen. Warte, das ist aber nicht die Feuerhüterin. Sie pariert mich, okay. Du weißt übrigens gar nicht, wie wenig ich eigentlich auf dein Gameplay achte. Danke! Sprungattacke. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie man die macht. Running Attack, kann man die parieren? Last Warpick. Warte, mir fällt gerade ein. Wir können ja auch noch Laut Track herausfordern unten. Ich denke mal, dass dafür das gedacht ist. Falls sich das nicht geändert hat. Als ich vorhin gestorben bin, kam die Nachricht ja nicht nochmal.
bleibe ich ja noch ständig mit meiner Waffe hängen. Wieso kann ich meinen Estus nicht benutzen? Die Idee kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier ohne Estus drei Typen besiegen soll. Von seit wann kann man nur zwei Estus bei einem Invade mitnehmen? Muss ich Lord Track bursten oder was? Zumindest zählt es nicht als tot in dem Sinne. Außer, dass halt hier die Gegner resettet wurden. So, jetzt wo der Range-Dude nicht mehr hier ist. Das muss doch möglich sein. Gibt es irgendeinen passenderen Ring, den ich dafür nehmen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn er nicht jedes Mal neu suchen müsste nach dieser Ladezeit, das wäre ja schon mal hilfreich. Warte, ich kann aber Humanity benutzen, um mich zu heilen. Das geht. Ist das gewollt, dass ich das tue? Okay, ich kann ihn baiten, dass er gepancaked wird. Ich glaube, das ist es, was ich tun muss. Komm, wir hatten ihn fast. Wir hätten ihn noch einmal pancaken müssen. Das kriegen wir hin. Lord Shrek und die Buben werden der letzte Boss für diesen Stream.
Karte. So, hier, boom. Komm schon. Ich meine, dann kriege ich auch den Fab-Ring. Wobei ich dazu sagen muss, ich würde den nicht benutzen wollen, weil ich wahrscheinlich noch viel zu oft Ringe tauschen muss. Auf der anderen Seite ist der Ring für das, was wir vorhaben, eigentlich alles, was wir uns je erträumen könnten. Aber dann haben wir halt effektiv nur noch einen Ringslot zur Verfügung. Falls der Ring nicht in Grund und Boden genervt wurde oder von dass Lord Jack den gar nicht mehr droppt. Ich kann mir vorstellen, dass er den auch gar nicht mehr droppt, weil... Sonst wird man ihn wahrscheinlich in Feuerbrand dann wahrscheinlich runterkicken. Das könnte funktionieren. Ha! Jetzt war's das. Humanity, Ring of the Embraced. Warte, was macht der? Boost HP, Stamina and Load. Okay. Erhöht Hitpoint, Stamina und Maximum Equip Load, aber erfordert, aber dafür kriegt man jetzt weniger Seelen, wenn man den trägt. Okay, das ist... Und da du ihn nicht ablegen darfst, ohne dass er kaputt geht, dann ist er nicht mehr so ein No-Brainer. Not gonna lie, das ist schon irgendwie interessanter. Vor allem, weil man damit im Gegenzug noch den Ring of Temptation hat. So, aber das reicht für heute. Wir haben doch einiges geschafft. Wir haben immerhin... ein paar Geheimnisse ergründen können, aber ich habe das Gefühl, das dauert noch so 2-3 Streams wahrscheinlich, bis wir mit dem Run durch sind. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.